Freunde, heute natürlich, was heißt natürlich, aber nicht in gewohnter Tonqualität hier mal ein Video. Auch nicht mit gewohnter Bildqualität, weil ich befinde mich natürlich hier am dritten Advent bei einem Familientreffen. Also wenn hier schreiende Kinder reinspringen sollten, nicht wundern, ja, aber wir machen jetzt trotzdem mal hier dieses Video, weil ich es einfach mega interessant finde und dieses Gerücht ja gestern schon aufkam und darüber jetzt auch gesprochen wurde und ich sowieso ein Vier gewinnt machen wollte mit vier Stürmern, die ich vorschlagen würde. In dem Falle, dass Selke geht, soll ja wohl noch ein neuer Stürmer auch im Winter sogar geholt werden oder spätestens im Sommer. Und jetzt kam gestern das Gerücht auf über Niederlechner, Florian Niederlechner vom FC Augsburg, den ich ja auch schon öfter mal selber vorgeschlagen hatte in meinen vier Gewinns. Und wir integrieren das jetzt einfach. Wir sprechen über Florian Niederlechner. Wir sprechen über die anderen drei, die ich noch dazu empfehlen würde und meine Meinung natürlich zu dem Transfer, falls er zustande kommen sollte, zu Florian Niederlechner. Ansonsten, morgen ist wieder Montag. Montag heißt Legendenstream ab 21:30 Uhr. Ich habe ganz, ganz viele Videos, auf die ich reacten will. Interviews von Chinedu Idee, noch Interview von Zecke, den zweiten Teil. Dann gibt es ein neues Bundesliga-Quiz, das können wir wieder zusammen machen. Transfer-Update, die Show. Also morgen Montag, 21:30 Uhr, solltet ihr dabei sein. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wenn euch das jetzt hier alles interessiert, dann bleibt gerne dran, meine lieben Freunde. Ja, lasst uns beginnen mit Florian Niederlechner. Florian Niederlechner soll wohl morgen, also am morgigen Montag, den Medizincheck in Berlin absolvieren. Das hatte zuerst berichtet ein Insider bzw. eine Quelle. Da weiß man natürlich immer nicht, wie sehr kann man die heranziehen aus dem Transfermarktforum. Und zwar gestern schon. Das ist aber eine Quelle, die jetzt nicht schlecht informiert war in der Vergangenheit. Und dann hat es heute auch die Bild aufgegriffen, hat aber eigentlich nichts groß anderes erzählt als das, was die Quelle eben auch schon gesagt hat, dass eben am morgigen Montag Medizincheck stattfinden soll. Und jetzt haben mir natürlich schon wieder viele von euch geschrieben. Alle wollen natürlich auch meine Meinung dazu wissen, beziehungsweise haben mir ihre Meinung dazu geschrieben und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Also Leute, die meine Videos aufmerksam verfolgen, werden gemerkt haben, dass ich den schon öfter mal vorgeschlagen habe. Nicht, weil er jetzt der beste Stürmer der Welt ist, sondern weil es einfach ein günstiger, Bundesliga-erfahrener Spieler ist, der eben auch Joker-Qualitäten hat und vor allem eben vor dem Tor weiß, wo er stehen muss. Also das ist für mich, gerade wenn wir es jetzt mit Selke vergleichen, falls er gehen sollte, wäre das ja der Ersatz. Er ist für mich wirklich tatsächlich das komplette Gegenteil von Selke, weil der halt immer richtig steht, gefühlt. Ja? Also ist jetzt nicht ganz so wie Petersen, aber hat halt auch dadurch eben Joker-Qualitäten und ist immer für ein Tor gut, auch wenn er nicht der beste Stürmer der Welt ist. Florian Niederlechner, komm, wir erzählen mal ein bisschen erstmal was über ihn, bevor wir auf das Gerücht genauer eingehen. Er ist 32 Jahre alt und ich hätte ihn tatsächlich auch wieder in dieses Video mit den vier Vorschlägen mit reingepackt, denn er hat nur noch einen Marktwert von knapp 2,2 Millionen und nur noch einen Vertrag bis 2023. Das heißt, er ist im Sommer ablösefrei und wäre, wenn er denn jetzt geht, wahrscheinlich sogar deutlich unter 2 Millionen zu haben, wenn Augsburg ihn dann abgeben möchte. Er ist Mittelstürmer, 1,87 groß, wie gesagt, nicht mehr der Jüngste, aber eben noch auf dem fitten Niveau, hat jetzt 16 Pflichtspiele für die Augsburger diese Saison gemacht, immerhin 5-mal getroffen, 2 Vorlagen, insgesamt für die Augsburger 107 Spiele, 30 Tore, 21 Vorlagen, also für die Augsburger zumindest in jedem zweiten Spiel ein Scorerpunkt und das, obwohl er ja nicht immer absoluter Stammspieler war und gerade jetzt hat Augsburg im Sommer Pedri haben sie, dann haben sie sich ja ausgeliehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob mit Kaufoption Berisha, der super funktioniert, mit Demirovic, den sie auch im Sommer geholt haben. Von daher jetzt kein absoluter Stammspieler mehr, aber gerade für Augsburg eben auch in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Die Bundesliga-Torquote im Allgemeinen ist jetzt auch nicht viel besser als die von Selke, so muss man ganz ehrlich sagen, oder die Scorer-Quote mit Assists zusammengerechnet. Aber wie gesagt, der junge Mann, so jung ist er nicht mehr, aber viel älter als ich ist er auch nicht. Der junge Mann weiß, wo das Tor steht, der hat die richtigen Laufwege, der kann gut antizipieren, hat schon bei so vielen unterschiedlichen Bundesliga- und Zweitliga-Clubs gespielt, hat auch bei Freiburg unter anderem gespielt, 89 Spiele gemacht, 26 Tore, 8 Vorlagen, also auch da hat er schon unter Beweis gestellt, dass er eben ein guter Goalgetter ist. Er hat in Heidenheim damals gespielt, ich glaube, das war schon zweite Liga, 82 Spiele, 27 Tore, 14 Vorlagen. Ich glaube, aus der Jugendkammer von den 60ern hat auch bei Unterhaching gespielt, da um München herum, hat da 61 Spiele, 18 Tore, 13 Vorlagen. Also
Ganz ehrlich, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Die Frage ist jetzt nur, wird Augsburg ihn abgeben? Weil da muss man sich wirklich die Frage stellen. Letztes Jahr im Winter war ja schon mal ein Gerücht über Niederlechner, dass Chicago aus der MLS wohl einen Dreijahresvertrag ihm angeboten hat. Und es war wohl ein großer Traum, nochmal in die MLS zu gehen für Niederlechner. Wurde dann aber von FC Augsburg die Freigabe verweigert. Ne? Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Es war nämlich damals auch der Zeitpunkt, als ich ihn bei uns ins Gespräch als Stürmer gebracht habe, weil er auch damals halt ähnliche Voraussetzungen waren wie jetzt, hatte zwar noch 1,5 Jahre Vertrag. Und da hieß es ja immer auch von Sky, er wollte unbedingt nach Chicago. Das war ein Traum von ihm, vor allem, weil er nochmal einen Dreijahresvertrag bekommen hätte. Aber die Augsburger haben ihm den Weg nicht freigemacht. Und das war nicht mal ein Ligakonkurrent. Jetzt ist wirklich die Frage, wird Augsburg, sie haben ja zwei Superstürmer, aber ihren super Backup-Stürmer, wo man auch immer wieder mal tauschen kann, mit den beiden, die man vorne drin hat, die vielleicht spielstärker sind. Er ist aber eher der Einnetzer, sage ich mal. Will man den wirklich abgeben? Petri kommt zwar im Sommer wieder, aber jetzt zur Halbserie an einen direkten Konkurrenten wie Hertha BSC. Also rein theoretisch, selbst wenn die jetzt nochmal 500.000 bekommen, was ja relativ viel wäre, ich hatte neulich ja schon mal gesagt, dass wenn ein Spieler, der Vertrag im Sommer ausläuft, noch 6 Monate Vertrag hat, dann werden da keine Unsummen bezahlt. Wir haben Marc-Oliver Kempf für 500.000 bekommen, obwohl er einen Marktwert von knapp 5 Millionen hatte. Wir haben einen Rochel mit einem Marktwert von knapp 4,5 Millionen für unter 500.000 bekommen. Also da erzielst du nicht die hohen Summen, außer Wolfsburg will unbedingt Max Kruse und zahlt dann nochmal 5 Millionen für ein halbes Jahr, was völlig irrsinnig ist. Aber das würde nicht teuer sein. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, 500.000 wäre schon viel in dem Falle. Wenn wir denen jetzt eine angemessene Ablöse zahlen würden, also sagen wir zwischen 300.000 und 500.000 €, was genau hat Augsburg davon, wenn sie im Abstiegskampf, in dem sie definitiv verwickelt sein werden, wenn ihr mich fragt, was haben sie jetzt davon, wenn sie das machen? Warum sollten sie den Mann eine Freigabe erteilen, wenn sie es letztes Jahr im Abstiegskampf schon nicht gemacht haben in die MLS an einen direkten Ligakonkurrenten? Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Deswegen sagt auch die Bild, er wird erst im Sommer wechseln. Der Medizincheck wird aber trotzdem morgen durchgeführt. Im Sommer ist er ja dann ablösefrei und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll ist der Wechsel im Sommer? Also im Sommer wird definitiv weg sein Selke, da können wir uns ganz sicher sein. Wir hoffen ja immer noch, dass er im Winter einen Abnehmer findet. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen neuen Stürmer. Wie sieht's aus mit Jovetic? Jovetic, super Mann, ist für mich jetzt kein klassischer Neuner, vielleicht eher die hängende Spitze, aber trotzdem ja im Sturm eingeplant. Bei der Verletzungsmisere, die er über seine gesamte Karriere hatte und auch jetzt wieder bei uns fortgesetzt hat, auch wenn er ein super Spieler war, wenn er gespielt hat, der wird ein ziemlich hohes Gehalt haben. Auch wenn er deutlich weniger verdient hat bei uns als bei Monaco, wird er ordentlich verdient haben. Und bei unserem Sparkurs, und wenn jetzt dieses Niederlechner-Gerücht besteht, gehe ich davon aus, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. Wir haben ja auch alle noch nichts davon gehört, dass der Vertrag da irgendwie verlängert werden soll. Da gab es auch noch keine Gerüchte zu. Ich denke, der Vertrag wird auslaufen, beziehungsweise ausgelaufen gelassen. Dann haben wir schon zwei Stürmer weg. Nun gut, wir haben Konga neu verpflichtet, aber auf den muss natürlich Druck gemacht werden. Wir haben einen Gangkamm, den ich weiterhin, wenn er fit bleibt, zutraue, dass er für uns ein sehr, sehr wichtiger und guter Bundesliga-Stürmer werden kann. Da sollten wir auch weiter drauf setzen und ihm auch den Weg nicht verbauen. Deswegen ist überhaupt die Frage, ob man da noch einen Stürmer holen sollte, wenn es denn dann erst im Sommer auch der Fall ist. Weil man im Sommer ja dann sehen würde, ob ein Gangkamm jetzt in der Rückrunde funktioniert hat oder ob er wieder die ganze Zeit verletzt war. Jetzt sagen einige noch, wir haben auch noch einen Wollschläger. Tja. Ja, den haben wir. Und ich würde mich auch freuen, wenn es klappt. Und ich habe auch schon viele gute Spiele von ihm sowohl bei unserer ersten als auch bei unserer zweiten Mannschaft gesehen. Aber de facto schafft er es bei seiner Leihe, sich nicht mal in der dritten Liga bei einem Abstiegskandidaten durchzusetzen und da auf Spielzeit zu kommen. Er wird sehr sporadisch, sage ich mal, eingewechselt, ist immer noch sehr jung, hat immer noch Entwicklungspotenzial, aber da würde ich auch tendenziell eher sagen, noch eine Leihe, wenn das nächste halbe Jahr so läuft wie dieses halbe Jahr. Also es wird keine Option sein fürs neue Jahr. Scherhan könnte natürlich eine Option sein, ist aber vielleicht auch einer, den man einfach auf den Flügel einsetzen kann, gerade wenn eben ein Ejuke wieder zurückgehen sollte nach Russland oder zu einem anderen Club wechseln sollte. Bei einem Luke Bakio weiß man auch nicht, was passiert. Ist vielleicht auch Scherhand einfach eine Alternative für den Flügel. Und ja, also wir haben Konga. Auch da hoffe ich natürlich weiterhin auf einen Durchbruch. Wir haben
in Gang kam. Ich hoffe auf einen Durchbruch, aber da ist trotzdem ein großes Risiko aufgrund der Verletzung und wir haben Scherhand. Also wir haben drei Stürmer dann im Sommer. Von daher finde ich den Transfer nicht schlecht. Du kannst mit dem nichts falsch machen. Der weiß, wo das Tor steht. Der wird auch kein Mega-Gehalt haben. Dem werden wir auch keinen Vierjahresvertrag geben. Wahrscheinlich wird er im Sommer einen Zweijahresvertrag angeboten bekommen. Für ihn selber ist es doch auch nochmal cool. Er kann Bundesliga spielen. Er wird gebraucht. Er wird auch nochmal mega motiviert sein bei einer neuen Station. Er kann in Berlin leben, was sicherlich für einen Spieler, der 32 geworden ist, auch nochmal ein attraktiver Punkt ist. Und wird wahrscheinlich nicht übermäßig viel verdienen, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel schlechter als in Augsburg. Und ich finde, dann ist es schon eine Win-Win-Situation, gerade weil du eben auch einen Stürmer holst, der nicht dauerhaft den Weg eben für junge Spieler verbaut, falls ein Wolfschläger eben doch noch einschlägt oder ein Gangkamm oder ein Konga. Sondern ich glaube, das ist ein Spieler, der auch nicht komplett böse ist, wenn er kein Stammspieler ist. Natürlich würde jeder Spieler gerne spielen, aber wenn wir den verpflichten, ablösefrei für die Rolle des Jokers, die ja jetzt meistens Selke bekleidet, also wie viele Joker-Tore hat denn ein Selke geschossen? Ja, mal gegen Augsburg zufälligerweise diese Saison, aber ich glaube, dann kannst du mit dem Transfer nicht viel falsch machen. Natürlich wünschen sich jetzt einige völlig andere Namen. Natürlich wünschen sich einige auch und sagen, ja, dann setz jetzt komplett auf die Jugend. Aber es ist halt riskant mit dem Gangkamm. Und wenn Konga nicht klappt und ein Gangkamm verletzt bleibt, dann hast du nur noch einen Darry Sherhand. Also du musst da definitiv was machen. Ich hätte es natürlich sinnvoller gefunden, aber ist klar, wenn sie das nicht wollen, werden wir ja sehen, ob es die nächsten Tage passiert, wenn es überhaupt öffentlich wird. Ich hätte es natürlich sinnvoller gefunden, Niederlechner im Winter zu verpflichten. Das ist völlig klar. Der würde uns in der Rückrunde auch helfen, würde auch mal Druck auf Konga ausüben, aber nun gut. Andere sagen, der Druck auf Konga ist durch Niederlechner nicht groß genug. Ich würde es nicht so behaupten. Also wenn Konga, sage ich mal, jetzt am Ende, auch in den Testspielen, hat er besser performt und besser getroffen. Aber wenn Konga in der Hinrunde Niederlechner hinter sich gehabt hätte, dann wäre ich mir sicher, dass er nach 8 oder 9 Spielen auf der Bank gesessen hätte und Niederlechner von Anfang an gespielt hätte. Da bin ich mir absolut sicher. Also ich glaube, der Druck wäre ausreichend, aber eben nicht so groß, dass man direkt sagen muss, boah, jetzt holen die 9 Stürmer. Dann ist ja Konga eigentlich schon ein Fehleinkauf. Also wenn du jetzt noch einen Stürmer für 5, 6 Millionen holst, dann ist es ja fast schon so wie ein Fehleinkauf. Trotzdem möchte ich noch mal drei andere Stürmer vorschlagen, die ich so rausgesucht habe, weil noch ist ja auch mit Niederlechner nichts fix. Wer ist denn so auf dem Markt? In der Bundesliga wäre zum Beispiel ein Luca Waldschmidt eine Option. Der ist 26, eigentlich hauptsächlich hängende Spitze, aber hat gerade viel in den früheren Anfangszeiten seiner Karriere viel richtiger Neuner gespielt, kann aber auch Flügel spielen, kann auch ZOM spielen, sehr, sehr flexibel einsetzbar, hat jetzt einen geschätzten Marktwert noch von 4,5 Millionen, aber noch Vertrag bis 2025 in Wolfsburg. Aber es gibt eben Gerüchte um eine Leihe, ne? Und da sind laut verschiedensten Medienberichten einige Bundesligisten natürlich daran interessiert, an einem Bundesliga- und auslandserfahrenen Spieler, der auch schon Nationalmannschaft gespielt hat. Laie wäre wahrscheinlich ohne Kaufoption, würde ich mal so denken. Vielleicht würden sie sogar eine Kaufoption geben, weil Niko Kovac ja wirklich gar nicht auf ihn setzt. Interessiert sollen wohl sein, unter anderem Köln, Stuttgart und auch Gelsenkirchen. Also auch Vereine, wo man sagen kann, mit denen könnte man konkurrieren. Waldschmidt sicherlich auch ein Typ, so wie ich den einschätze, der Berlin als sehr attraktives Ziel zum Leben einschätzt. Ob das immer für uns so positiv ist, sei mal dahingestellt, aber das wäre wieder mal ein Off-Topic-Thema, da würde ich zu sehr abschweifen. Also Luca Waldschmidt für mich auch eine Option, was man natürlich sagen muss, der kam für 12 Millionen von Benfica Lissabon 2021. Also der wird, man kennt ja die Wolfsburger Gehälter, ein unfassbar krasses Gehalt haben. Also das schrieben auch schon die Medien damals, wenn es jetzt um Köln, Stuttgart und Schalke ging. Wenn diese Clubs den ausleihen würden, dann würden sie nicht das komplette Gehalt übernehmen. Also entweder müsste ein Waldschmidt verzichten auf Gehalt, er ist im besten Fußballeralter, der muss spielen, das muss ihm selber klar sein. Entweder er verzichtet wie ein Schwolo selber auf Gehalt, um mit einer Leihe seine Karriere mal wieder ein bisschen in Fahrt zu bringen. Oder aber Wolfsburg ist so abgenervt von ihm, die sind ja auch schon Max Kruse losgeworden, dass sie sagen, wir übernehmen den Rest des Gehaltes. Also da wäre Hertha dann mal in der Position, in der wir sonst immer sind und wahrscheinlich auch nächsten Sommer wieder sein werden, dass wir andauernd Spieler abgeben, wo wir dann noch was zur Leihe dazu zahlen, weil keiner diese horrenden Gehälter übernehmen will.
Also das fände ich, selbst wenn Niederlechner im Sommer kommen sollte, eine super Option, den im Winter auszuleihen, der kann Druck machen. Bei Ngakam hofft man natürlich, dass er es schafft, aber das ist risikoreich, Leute. Wir sind besser geworden, völlig klar. Aber jetzt zu sagen, naja, Konga und Ngakam, das klappt schon in der Rückrunde und wir haben ja auch einen Darry Sherhand, wenn Selke gehen sollte. Wir haben mit Ngakam und mit Jovetic zwei, die völlig unsicher sind, ob sie fit bleiben, und haben mit Konga einen, wo wirklich noch nicht sicher ist, ob der dauerhaft uns eben weiterbringt, auch wenn ich es mir wünsche. Also von daher, selbst wenn Niederlechner im Sommer kommen sollte, fände ich es eigentlich eine geile Option, Luca Waldschmidt im Winter auszuleihen. Hat, wie gesagt, internationale Erfahrung, hat viel Bundesliga-Erfahrung diese Saison, aber wettbewerbsübergreifend für Wolfsburg nur 8 Einsätze gehabt, über 321 Minuten. Davon ein längerer Einsatz im DFB-Pokal, hat auch keine Torbeteiligung dabei gehabt. Wie gesagt, kam 2021 von Benfica Lissabon für 12 Millionen. Die hatten ihn wiederum für 15 Millionen damals aus der Bundesliga gekauft. Und das waren auch die Zeiten für alle, die jetzt sagen wollen, ja, hast du nicht immer gesagt, das ist einer der überbewertesten Spieler der Bundesliga? Ja, zu den damaligen Preisen. Also ich sag immer noch, dass der für 15 Millionen gewechselt ist, dass Wolfsburg den von Benfica für 12 Millionen losgeeist hat, war für mich ein maximal overrateder Spieler. Aber wenn du den jetzt ausgeliehen bekommen hast, dann weiß ich natürlich um seine Fähigkeiten. Und gerade aus unserer Sicht als Hertha BSC wäre das ein absolutes Upgrade im Sturm, wenn er eben nicht zu teuer ist und das eben eine Laie wäre, wo man sich das Gehalt teilen kann. Ja? Also man muss es immer von mehreren Komponenten betrachten und kann nicht einfach nur sagen, der ist maximal overrated. Wenn du ihn leihen kannst zu einem günstigen Preis, ist er nicht overrated. Wenn man ihn kauft für 12 Millionen, ist er für mich maximal overrated. Für Wolfsburg insgesamt eigentlich auch ein absoluter Fehleinkauf. Ja? Stellt euch mal vor, sowas, das fällt bei denen gar nicht mehr auf. Die haben 12 Millionen für einen Stürmer ausgegeben, sagen wir mal so, dann Offensivspieler, 25 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen insgesamt jetzt in anderthalb Jahren. Bei Benfica, die 15 Millionen bezahlen, waren die Quoten sogar noch besser. Da hat er 34 Spiele gemacht, 12 Tore, 4 Vorlagen. Hatte er damals sogar die Nummer 10 dort bekommen, was ich auch ein bisschen lustig fand. Beim HSV damals 38 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. Zwischendurch war er noch in Freiburg. Da hat er 56 Spiele gemacht, 17 Tore und 6 Vorlagen. Da ist er übrigens auch Nationalspieler geworden und kam ja aus der Jugend von Frankfurt. Das waren aber noch Zeiten, wo der HSV Spieler von der Eintracht aus Frankfurt einfach mal weglotsen konnte, junge Spieler. Das würde heute, glaube ich, eher andersrum sein. Da hat er bei seinem Jugendverein Frankfurt 17 Spiele in der ersten Mannschaft gemacht, ein Tor und eine Vorlage und ist dann damals zum HSV gewechselt. Hat insgesamt auch, ey, der hat super Anlagen. Der hat alle U-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U21 von Deutschland durchlaufen, hatte dabei auch eine super Torquote, war dann viel als Neuner eingesetzt, gesetzt, 36 Spiele, 17 Tore erzielt, sogar 7 A-Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Da ist er natürlich jetzt weit von entfernt, aber da will er bestimmt auch mal wieder hin. Hat dafür sogar 2 Tore erzielt. Also auch das eine super Quote. Er ist flexibel einsetzbar. Er ist für mich ein spielstärker Stürmer. Er ist jetzt ein völlig anderer Typ als ein Niederlechner. Aber ey, wenn Hertha den kriegen kann, da ist natürlich Wettbewerb, da ist Stuttgart, die ja vorne einen Guirassy zum Beispiel drin haben oder auch einen Thomas. Da ist Köln, die suchen ja sowieso unbedingt händeringend einen Stürmer. Da haben wir ja noch teilweise die Hoffnung gehabt, dass sie Selke uns abnehmen. Gelsenkirchen sucht auch weiter einen Stürmer, weil Larsson eben auch nicht so eingeschlagen hat, wie sie es wollen und dann nur mit Terodde die ganze Zeit zu planen. Also die würden den natürlich auch nehmen. Aber auch Hoffenheim ist interessiert. Ne? Hoffenheim wäre dann schon ein größerer Konkurrent, weil die wahrscheinlich auch einfach mehr zahlen können und da vielleicht auch die Aussicht ist, dass sie den ganz kaufen könnten nach einer Leihe. Also bei den anderen, ja, es ist viel Konkurrenz da, denke ich mal, aber wenn du ihn bekommen kannst, wenn du ihn von Berlin überzeugen kannst, wenn du ihn von Hertha überzeugen kannst und du kannst ihn leihen für einen geringen Preis, sofort machen, meiner Meinung nach. Dann ein Spieler, der wird nicht vielen von euch was sagen. Den habe ich weiß gar nicht mehr wo, bei irgendeinem Spiel international, glaube ich, vom LASK. Kennt ihr LASK? Wo habe ich den gesehen? Irgendwo habe ich den mal gesehen. Oder bei einem U21-Spiel von Kroatien. Marin Ljubicic. Ljubicic. 20 Jahre jung, für mich ein Megatalent. Ihr könnt euch mal Highlight-Videos von ihm anschauen. Er ist 1,83 groß, ist ein Mittelstürmer aus Kroatien. Also da wäre auch wieder diese Bobic-Verbindung, die vielleicht etwas bringen könnte. Spielt derzeit beim LASK in Österreich, ist aber nur ausgeliehen von Hajduk Split. Hat einen Marktwert derzeit von 3,5 Millionen. Also das ist ja auch ungefähr so die Range, die wir uns leisten könnten. Und ja, jetzt muss man sagen, er ist gerade verliehen. Der LASK hat eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen, wenn man Medienberichten trauen darf.
Das heißt aber heutzutage nichts, haben wir schon öfter gesehen, dass wenn einer eine Kaufoption hat, dass dann die Kaufoption gezogen wird und ein anderer Verein den dann für noch teurer kauft. Also wäre tatsächlich wahrscheinlich eher was für einen Sommer, nicht direkt jetzt für einen Winter. Aber das wären Beträge, die man sich leisten kann, wenn wir für einen Konga 4 Millionen ausgeben. Er hat bisher eine fantastische Saison gespielt in Österreich, hat 17 Pflichtspiele gemacht, 13 Tore und 2 Vorlagen. Vorher bei Hajduk Split, wo er oft auch dann eben von der Bank kam, weil er eben noch ein sehr, sehr junger Spieler war, deswegen haben sie ihn ja jetzt auch verliehen, hatte er 44 Pflichtspiele gemacht, 9 Tore und 4 Vorlagen. Wenn ihr ihn euch anguckt, er ist einfach ein Stürmer, der für mich richtig gut und komplett ist, weil er ist gut im Dribbling, er ist gut im Bälle verteilen, der Ball klebt bei ihm wirklich gut am Fuß. Also er hat eine sehr, sehr schöne Ballführung, sehr, sehr nah am Ball. Er ist auch kopfballstark, er ist relativ beidfüßig auch, ja, also er schließt mit links wie mit rechts ab und das auch relativ schnell. Und bei dem sehe ich, wenn ich mir einfach nur anschaue, wie er spielt, schon ziemlich großes Potenzial. Glaube nicht, dass sowas am Ende passiert, aber wer weiß, die Kroaten sollte man, die jungen Spieler, die nicht ganz so teuer sind, schon auf dem Schirm haben, solange Freddy Bobic noch bei uns Manager ist. Er hat für Kroatiens U21 7 Spiele gemacht, 2 Tore dabei erzielt. Für mich ein Spieler mit super viel Potenzial, ja, auch wenn er jetzt noch nicht alles komplett zerschossen hat, aber die Statistik in Österreich sagt schon was aus. Er ist auch schon mal im deutschsprachigen Raum. Klar, Vertragskonstellation wäre da ein bisschen schwierig und ich würde jetzt auch die Kritiker verstehen, die irgendwie sagen, ey, wenn ich einen Gangkamm habe und einen Scherhand habe, dann hole ich mir doch nicht noch einen 20-Jährigen, wo ich nicht weiß, ob der in der Bundesliga funktioniert. Ich würde es einfach mal so machen. Ich würde auch von anderen Vereinen Spieler mit Potenzial holen und wenn sich dann von 3 jungen Spielern dann unserer durchsetzt, dann ist es auch nicht schlimm. Aber ich finde den sehr, sehr interessant, den Spieler. Beschäftigt euch gerne mal mit in Split. Also wenn jetzt, sagen wir mal, der LASK die Kaufoption nicht ziehen sollte, dann hätte er bei Hajduk Split noch bis 2026 Vertrag. Aber wenn die Kaufoption 2,5 Millionen beträgt und der geschätzte Marktwert 3,5 Millionen, glaube ich nicht, dass er viel mehr als 3 bis 4 Millionen kosten würde. Was für uns natürlich immer noch viel Geld ist und was natürlich auch nach hinten losgehen kann mit so einem Spieler, der in noch keiner wirklichen Top-Liga aktiv war und da viel getroffen hat. Aber ich finde ihn interessant. Und das sind so Spieler, die man vielleicht noch bekommen könnte. Deswegen sollte man sowas ins Auge ziehen und nicht irgendwelche Spieler, die ich mir auch wünschen würde, aber die mittlerweile einfach komplett unrealistisch sind aufgrund von Gehältern, aber eben auch von Ablösesummen und auch von sportlicher Perspektive, die die Spieler ja suchen. Wir haben ja gesehen, ne? Selbst einer, der in Chile zweimal Meister geworden ist, ohne das down zu graden, der soll uns ja angeblich abgesagt haben, laut der Bild. Also wir müssen unsere Ansprüche runterfahren und schauen, was kann man in dem Bereich auch mit jungen Spielern machen. Also das wäre für mich eigentlich so ein typischer Spieler, den sich Union krallen würde, wenn ich ehrlich bin, ne? So, und dann habe ich noch einen, den habe ich auch schon mal erwähnt. Da ist die Frage, wie kann man das jetzt einbetten? Das würde eigentlich nur Sinn machen, sollte Niederlechner doch nicht im Sommer kommen. Dann könnte man den jetzt im Winter verpflichten oder im Sommer, wenn der Verein, wo er gerade spielt, denn bereit wäre, ihn abzugeben für eine Summe, die wir zahlen wollen würden. Also es ist alles immer sehr, sehr fiktiv, wisst ihr ja. Das geht hier nicht um echte Gerüchte. Das echte Gerücht ist nur Niederlechner. Das sind nur Spieler, die ich gerne bei uns sehen würde und ich als realistisch empfinden würde von den Werten, aber eben auch von der Vertragssituation und von den Ablösesummen. Heißt aber nicht, dass der Spieler das will. Ob es davon realistisch ist, das kann ich nicht einschätzen. Die Rede ist von Georgios Giakoumakis. Wer kennt ihn noch? Ich hatte ihn genau vor einem Jahr schon mal vorgeschlagen. Da ist nämlich Ist er nämlich aufgeblüht in den Niederlanden bei Venlo. Er ist mittlerweile 28 Jahre alt und das ist wirklich ein Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Und er hat jetzt mittlerweile auch schon in verschiedenen Ligen gezeigt, dass er ein absoluter Goalgetter ist. Ja, er ist Grieche, kann man sich fast schon denken bei dem Namen. 1,85 groß, hat einen geschätzten Marktwert von 4 Millionen Euro, ist 2021, nee, vor 1,5 Jahren habe ich das Video gemacht, glaube ich sogar, ist 2021 nämlich für 2,25 Millionen aus Venlo dann gewechselt zu Celtic Glasgow. Und da könnte man halt sagen, ja, Celtic Glasgow, Alter, die spielen international, die zahlen viel Geld, die spielen vielleicht um Titel in Schottland mit. Wieso sollte der gehen wollen? Wieso sollten wir den bekommen können? Er hat noch Vertrag bis 2026. Ja, sein Marktwert 2,25 Millionen. Ich weiß nicht, warum der so underrated ist. Hat auch in dieser Saison, obwohl er tatsächlich mehr Ergänzungsspieler ist, also er hat eine Startelfquote von einem Drittel,
Im Schnitt hat er 21 Pflichtspiele gemacht, wettbewerbsübergreifend 8 Tore erzielt und eine Vorlage, was jetzt nicht übermäßig ist, aber wenn man eben weiß, dass er die fast kaum Spiele von Anfang an und durchgespielt hat, dann ist es eine super Leistung. Er hat eben einen anderen Spieler vor sich, Furuhashi, der ist Stammspieler bei Celtic, und so könnte ich mir eben schon vorstellen, dass er vielleicht zum Prime seiner Karriere mit 28 zu einem Verein wechseln will, wo er absoluter Stammspieler ist. Und bei seinen Fähigkeiten glaube ich schon, dass sich da erstmal ein Konga auf der Bank platzieren müsste. Er ist zwar nur 1,85, er ist trotzdem mega kopfballstark. Er ist technisch gut, er sucht immer sofort den Abschluss. Er ist ein guter Elfmeterschütze. Er ist jetzt nicht einer, der viel dribbelt, sondern er ist der, der richtig steht, der richtig läuft und der richtig schnell und gut abschließt mit Wumms hinter. Hat insgesamt auch bei Celtic eine tolle Statistik. 50 Spiele, 25 Tore, 2 Vorlagen. Daran seht ihr auch, ist er der Knipser als der Vorlagengeber. Aber genau sowas bräuchten wir ja mal. Ja, Vorlagengeber können wir vielleicht noch holen fürs zentrale Mittelfeld oder vielleicht entwickelt sich ja auch einer unserer zentralen offensiven Mittelfeldspieler mal dazu. Aber er ist eben einer, der wirklich in der Box absolut gefährlich ist. Und so unrealistisch fände ich das dann nicht. Jetzt weiß ich auch wieder, er ist mir damals aufgefallen, das war nämlich vor 1,5 Jahren. Da hat er bei Venlo in den Niederlanden gespielt und eine Wahnsinnssaison gespielt. Er hat 33 Spiele gehabt und Venlo ist ja nun alles andere als ein Top-Club und hat da 29 Tore erzielt. Auch wieder nur 2 Vorlagen, aber 31 Scorerpunkte in 33 Spielen. Natürlich nur in den Niederlanden, aber macht das erstmal mit einem Club, der eben nicht absolut oben mitspielt. Vorher hatte er bei AEK Athen gespielt, 48 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen. Also den, wenn man den haben könnte, würde ich sofort im Winter verpflichten. Und dann ja, hast du da halt eine richtig krasse Konkurrenzsituation vorne, aber ich bin mir sicher, dass der bei uns knipsen würde. Der soll laut Medienberichten, auch die von 2021 waren, als er damals nämlich auch, ich glaube, wo war denn der im Gespräch? Der war irgendwo in der Bundesliga, ich glaube bei Bremen sogar im Gespräch und hat sich dann aber für Celtic entschieden. Und da hieß es wohl, dass Celtic ihm ein Gehalt bietet, so unter 1 Million, knapp 700.000, 800.000 im Jahr. Und das sind genau die Gehälter, die wir ja gut zahlen können. Klar, wie gesagt, in einer absoluten Top-Liga hat er noch nicht performt, aber auch die Statistiken bei Celtic und die schottische Liga ist nicht schlecht, beweist eben schon, dass man die Mut eigentlich auch damals hätte vielleicht haben können. Wobei er sich dann wahrscheinlich auch für Celtic entschieden hätte. Seine Frage muss jetzt sein, will er vielleicht nochmal eine neue Herausforderung oder eben nicht? Ist er zufrieden damit, hat er Hoffnung, dass er sich dauerhaft als einziger Stürmer richtig durchsetzt? Und die Frage ist halt auch, will Celtic den überhaupt abgeben? Der hat noch lange Vertrag, er trifft ja trotzdem gut und er ist ja ein super Ergänzungsstürmer. Man will ja am liebsten Ergänzungsspieler immer haben. Es ist halt schwer, Ergänzungsspieler zu finden, die mit der Rolle auch zufrieden sind, mit dem Herausforderer-Dasein. Also die werden auch nicht viel Interesse daran haben, ihn abzugeben, weil sie sowieso nicht so viel Geld für ihn bekommen und sie haben ja selber für ihn 4 Millionen bezahlt. Also so wahrscheinlich ist es nicht, aber ich würde ihn trotzdem gerne ins Gespräch bringen, einfach weil ich ihn so cool finde. Ja, vielleicht fallen euch ja auch noch 3, 4 Stürmer ein, aber eine Sache muss ich dazu noch sagen und damit leite ich dann quasi das nächste 4 gewinnt ein für die nächste Woche. Ich sag immer noch Dodi Luke Bakio. Alter, wenn wir gar keinen Stürmer finden und Niederlechner im Sommer kommt, dann suchen wir halt einen Flügelspieler jetzt für den Winter noch. Juke geht eh im Sommer, klar könnte man da auf den Scherz setzen. Ich glaube, Maolida brauchen wir nicht mehr drüber streiten, dass der sich nicht mehr durchsetzen wird. Vielleicht haben manche noch Hoffnung bei Nader Djindawi. Aber lasst uns doch vielleicht, wenn wir uns die Stürmersituation angucken, im Sommer kommt eh Niederlechner. Dann lasst uns doch vielleicht überlegen, ob wir vielleicht nicht lieber einen Flügelspieler jetzt noch im Winter holen sollten, der uns auch mal sofort weiterhilft, wenn eben auch vielleicht noch Maolida ausgeliehen wird und ein Scherhand, ja, weiß man nicht, ob er performt. Ich fordere ihn ja immer. Wie sieht es denn aus, wenn Dodi Luke Bakio im Sturm spielt? Für mich ist Dodi Luke Bakio eher ein Neuner als ein Flügelspieler. Das besagen auch die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Eigentlich so schnell, wie er ist, könnte der so viele Flanken bringen, kommt aber sehr selten. Er hat zwar mal eine Flanke super auch wieder gebracht, er kann es ja sogar mit seinem schwachen Rechten gegen Frankfurt auf Suat Serdar, aber er ist dann doch eher der, der selber den Abschluss sucht, der selber den Zug zum Tor hat und dribbelt und die Tiefenläufe hat und so weiter. Wäre eigentlich richtig geil fürs Umschaltspiel, wenn du mit Dodi Luke Bakio auf der Neun spielst. Wir wollen doch immer schnell umschalten, dann kommt der tiefe Pass und dann rennt dann Dodi Luke Bakio allen davon. Und dann hast du halt auf dem rechten Flügel einen anderen Spieler. Also ich fände, das wäre eine gute Idee. Damals, als wir ihn geholt haben, hat er auch die meisten Spiele für Fortuna Düsseldorf, wo die Leihe damals von Watford hin war, unter Friedhelm Funkel tatsächlich auf der Neun gemacht. Und da war er auch am erfolgreichsten. Er hat damals von seinen 29 Spielen 12 auf der 9 gemacht, 11 auf dem rechten Flügel, 6 auf dem linken Flügel. Ja, aber bei seinen 12 Spielen auf der 9 hat er 8 Tore erzielt und das bei Fortuna Düsseldorf. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Wie gesagt, er kann gute Vorlagen geben, er gibt ja auch oft Assists, aber er ist eigentlich noch mehr für mich ein Abschlussspieler.
Und wie geil wäre das denn, wenn wir dann vielleicht einfach lieber einen rechten Flügelspieler holen, der ähnlich gut ist, schon schwierig, aber gut performt auf dem rechten Flügel und dann mit ihm als Umschaltspieler spielen können. Oder mit zwei Spitzen, mit Dodi Luke Bacchio so ein bisschen hängt und noch einen zweiten Stürmer, entweder dann eben Konga oder eben einem Neuverpflichteten. Also das wäre für mich auch eine Option, deswegen kommt jetzt in der Folgewoche noch ein Video mit rechter Flügel oder generell Flügelspielern, viel gewinnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir das schon ein bisschen länger zusammengesucht, die Spieler, weil ich mir dann auch immer noch mal aktuelle Videos von denen angucken will. Gerade jetzt von so einem Juri Ljubicic musste man sich das noch mal ein bisschen genauer angucken. Und auch bei den anderen Spielern habe ich mir bei Giacomo Marques noch mal angeguckt, wie hat er jetzt performt bei Celtic, auch wenn ich den vorher schon kannte. Und auch bei einem Waldschmidt. Ja. Deswegen habe ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen im Stream. Morgen gibt es auch wieder ein Nachwuchs-Update. Und vielleicht kann ich ja morgen schon ein Video hochladen und sage, es ist verkündet. Florian Niederlechner wird Herr Tana, wann auch immer. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen dritten Advent. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Ich tue es jetzt auch, war lange genug weg. Jetzt gibt es auch hier gleich Mittagessen zu später Stunde. Macht's gut. Ich habe euch lieb. Hau he, ihr seid die Besten.